Ich bin ein Ninja! Was hat der Alter, das bist du? Steht da irgendwas? Und irgendwas wüsst von mir, Wort von der Tür. Passt. Nicht einmal das kann ich richtig machen, aber ganz ehrlich, ich weiß, es dürfte doch im Kostümshop nicht so schwer sein, ein Original Godfrey Ho Ninja-Kostüm zu bekommen. Gut, das schwarze Stirnband habe ich geschafft, aber offensichtlich habe ich vergessen, mit einem weißen Eddie Ninja drauf zu krickeln. Aber ganz im Ernst, für mich wäre das tatsächlich einmal ein absolut geniales Goodie für eine kommende Veröffentlichung der IFD Legacy Edition von AVV und WMM, wenn man möglicherweise zusätzlich zu einem Mediabook irgendwann einmal in den absoluten grenzgenialen Tarnfarben lila, gelb oder rot vielleicht tatsächlich auch einmal ein original Ninja Stirnband dazu bekommt. Ich verspreche auf jeden Fall, dass ich es dann zumindest in den IFD Reviews trage. Und ganz im Ernst, von diesen IFD Legacy Edition Reviews wird es in der nächsten Zeit ja definitiv noch einige geben. Und meiner Meinung nach kann es einfach nicht genug davon geben. Mittlerweile am 17. März 2020 sind wir bei der vierten Staffel der großartigen IFD Legacy Edition angekommen. Der dritte Titel ist außerdem sogar in High Definition auf Blu-ray erschienen und es nimmt kein Ende. Und das ist übrigens verdammt nochmal gut so. Ich persönlich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich kann mich einfach an diesen kunterbunten Ninjas, an diesen herrlich zusammengeschusterten Filmflickwerken absolut nicht satt sehen. Und mit Ninja Operation 7, aka The Secret of the Lost Empire, hat man wieder einmal einen absoluten Geniestreich von Godfrey Ho veröffentlicht. Ein Ninja-Film, der so sehr Ninja-Film ist, dass man damals in Deutschland eigentlich gar nicht mehr wollte, dass er Ninja-Film ist. Offensichtlich war der deutsche Markt von Ninja, Ninja, Ninja irgendwann einmal dezent übersättigt, denn bei The Secret of the Lost Empire kam man nämlich auf die absolut großartige Idee, einen Ninja-Film mit Mike Abbott und Richard Harrison von Godfrey Ho zu veröffentlichen, ihn aber eben nicht als Ninja-Film zu vermarkten. Denn vielleicht ist euch bereits etwas aufgefallen, was bei dem Filmtitel The Secret of the Lost Empire fehlt. Genau, das Wort Ninja. Aber keine Sorge, bei der alten deutschen VHS-Kassette des Films fehlte noch etwas, nämlich der komplette Endkampf zwischen Richard Harrison und Mike Abbott in ihr Ninja-Outfit. Offensichtlich hat man damals doch nicht unbedingt den Film noch einmal als einen weiteren Ninja-Film vermarkten wollen. Was mich allerdings ein bisschen wundert, weil das Finale war jetzt nicht unbedingt das erste Mal, wo Ninjas auftauchen. Ganz im Gegenteil, im Laufe des Films sind tatsächlich noch einige rosafarbene Stirnband-Ninjas durch den Wald gelaufen. Wieso man gerade dann beim Finale auf die Idee kam, hätte ich Ninja, weil so viele Ninja, das weiß ich leider nicht. Aber trotzdem war die alte deutsche Videofassung von Pacific deswegen ca. 2,5 Minuten kürzer als die ungeschnittene internationale Fassung. Aber natürlich haben AVV und WMM die komplett ungeschnittene Fassung des Films für ihren Mediabook-Release im Rahmen der IFD Legacy Edition bekommen. Das ist man ja nicht anders gewohnt. Aber zum dritten Mal nach Ninja Operation 5 bzw. Mission Thunderbolt hat man tatsächlich von IFD auch noch ein brauchbares HD-Master bekommen. Das heißt, als dritter Titel kam The Secret of the Lost Empire am 17. März 2020 tatsächlich in High Definition auf unsere Ninja-Bildschirme kommen. Und dabei bieten uns AVV und WMM natürlich nicht nur ein Mediabook, sondern gleich drei verschiedene Cover-Artworks. Das Cover A entspricht dabei dem alten deutschen VHS-Cover, bietet eben auf seinem Cover, wie man deutlich erkennen kann, überhaupt keinen Ninja-Bezug. Weder, dass ein Ninja auf dem Cover ist, noch dass
das Wort Ninja in dem Titel irgendwie vorkommt, bei diesem Mediabook, das auf 150 Stück limitiert ist. Und ich muss ganz ehrlich an der Stelle eines dazu sagen, das ist auch tatsächlich der Grund, warum dieses Mediabook nicht in diesem Blu-ray-Check ist. Denn persönlich finde ich das alte deutsche Cover-Artwork von The Secret of the Lost Empire absolut großartig. Aber ich bin auch ein wirklich großer Fan der IFD Legacy Edition und der Werke von Godfrey Ho. Und ich finde einfach, das Wort Ninja gehört da zum Titel fast dazu. Vor allem, wenn es sich eigentlich um einen Film wie Ninja Operation 7 handelt. Denn werfen wir mal kurz einen Blick auf Cover B. Da bemerken wir, dass einfach, es ist der siebte Teil, ich meine gut, es ist der letzte Teil der Ninja Operation Reihe, aber trotzdem bin ich der Meinung, dass wenn das Ganze der Teil einer Reihe ist, dann gehört die Reihenbezeichnung auch irgendwie in den Titel. Deswegen habe ich für mich das Cover A gleich einmal disqualifiziert. Cover B übrigens ist das internationale Poster vom Art Director des Films Eagle Leon, zumindest hat er das Design unterschrieben, ist auf 75 Stück limitiert und Achtung! Wenn ich jetzt vom Cover B auf das Cover C wechsle, passt genau auf, was passiert. Achtung! Jetzt! Es ist mehr oder weniger das exakt gleiche Design wie das Cover B, nur dass die Schrägpresse von dem einen Typ mit dem Hut, der übrigens auch tatsächlich in dem Film vorkommt, durch das Konterfei von Richard Harrison ersetzt wurde. Meiner Meinung nach irgendwie in dieser Konstellation das beste Cover-Artwork zu dem Film. Limitiert genauso wie Cover B auf 75 Stück, aber interessanterweise gibt es auch noch andere Motivversionen von dem Film, weil beispielsweise das Hauptcover zu dem Film in der OFDB ist grundsätzlich das Motiv von Cover B, aber mit den unten angebrachten Titelelementen, Namen und Schriftzügen von dem Cover C. Damit allerdings genug für die einleitenden Worte. Ganz ehrlich, ich persönlich freue mich einfach schon riesig drauf, in der heutigen Ausgabe von Playzockers Blu-ray-Check einen genaueren Blick auf das neue Mediabook von Ninja Operation 7 Royal Warriors, aka The Secret of the Lost Empire, zu werfen. Und zwar in meinem Fall mit dem Cover C. Und es wird wahrscheinlich von euch die wenigsten wirklich überrascht haben, dass das Cover C bei mir gelandet ist. Ja, das Cover A der alten deutschen VHS-Kassette ist ein absolutes Meisterwerk. Großartig gezeichnet, meiner Meinung nach. Absolut phänomenal, sogar inhaltlich zum Film passend. Aber ganz ehrlich, wenn es ein Ninja-Film von Godfrey Ho ist, dann möchte ich das Wort Ninja halt doch irgendwie im Titel stehen haben. Und da kam dann natürlich noch absolut positiv dazu, dass die Covers B und C von Eagle Leon absolut phänomenal großartig gezeichnet sind. Meiner Meinung nach ist dieses Cover-Artwork wunderschön, eben mit Ausnahme von dem Gesicht von dem einen Typen bei Cover B. Da finde ich es absolut großartig, dass man für das Cover C einfach dieses Gesicht ersetzt hat. Denn das eingefügte Gesicht von Richard Harrison ist einerseits im fast gleichen Stil gehalten, fügt sich, finde ich, wirklich wunderschön in das Motiv ein, sowohl vom Stil her als auch generell vom Photoshop her. Wir bekommen hier ein absolut kunterbuntes, knalliges, grelles Motiv, das einfach nur absolut perfekt zu den klassischen Godfrey Ho Ninja Filmen passt. Werft einfach einmal einen kurzen Blick auf die großartig positionierten Ninjas mit ihren Stirnbändern, auf die absolut tolle Pose von Mike Abbott, der vielleicht ganz dringend aufs Klo muss, wobei, okay gut, wenn ein überdimensionaler Tiger mir von hinten in mein Gesäß beißen möchte, dann kann es durchaus sein, dass das irgendwie so eine natürliche Reaktion ist. Absolut hochwertig gedruckt, absolut perfekt in der Auflösung, ist das ein wunderschönes Mediabook-Cover-Artwork, das hier auch noch eben absolut perfekt für dieses Mediabook aufbereitet wurde. Wir wechseln an dieser Stelle auf den Spine, sehen dort natürlich eben in meinem Fall richtig den Ninja Operation 7 Titel. Leider noch einen halben Millimeter vom Frontcover. Da kann es aber sein, dass das bei eurem Mediabook dann produktionstechnisch ein bisschen anders ist. Aber nachdem wir mit diesem Review jetzt das erste Mal auf die vierte Staffel der IFD Legacy Edition kommen, können wir ganz schnell noch einmal die anderen Titel Ninja Operation 5 bzw. Ninja Squad, Ninja Kill und Ninja Champion dazu holen in den Cover Artwork, die ich dankenswerterweise von AVV und WMM für diese Blu-ray und DVD-Checks zur Verfügung gestellt bekommen habe und die ich euch dann natürlich in den nächsten Tagen hier auf dem Kanal dann auch noch näher vorstellen kann. Aber
Wir wechseln jetzt einmal bei Ninja Operation 7 auf das Backcover, finden da ganz ehrlich ein absolut großartiges Bild von dem Richard Harrison Ninja, der in einen gelben Plastiksack eingewickelt ist. Es ist wirklich dermaßen großartig, es ist unbeschreiblich. Ninja Operation 7 ist für mich eines der großen Highlights aus der IFD-Schmiede, vor allem weil die Farbe Rosa dermaßen omnipräsent ist und das, glaube ich, wirklich die Farbe ist, die zu Ninja und Dschungel und Kampf und so weiter wirklich am allerwenigsten passt. Hervorragend auch da noch die kurzen Ausschnitte auf dem Backcover. Wir finden dann noch die Inhaltsangabe zum Film, wir bekommen die technischen Details, Informationen rund ums Bonusmaterial. Ganz besonders möchte ich an der Stelle das Interview mit Richard Harrison hervorheben, aber dazu dann in einem späteren Review mehr. Stattdessen möchte ich jetzt einmal ins Innere von dem Mediabook wechseln. Da sehen wir auf der linken Seite gleich einmal den Film auf Blu-ray. Und ja, natürlich ist auch Ninja Operation 7 wie auch die ersten beiden Titel, die auf Blu-ray erschienen sind, keine gepresste, sondern eine gebrannte Blu-ray. Möchte allerdings auch bei diesem Titel darauf hinweisen, dass es sich natürlich nicht um eine irgendwie billige in einem Hinterhof selbst gebrannte Blu-ray handelt, sondern um eine, die tatsächlich aus einem offiziellen Vervielfältigungswerk kommt, aber aus Kostengründen dann eben dort nicht gepresst mit eigenem Master und blablabla, sondern gebrannt wurde. Auf der rechten Seite dann mit einem Ausschnitt von dem ebenfalls wirklich absolut großartigen alten deutschen VHS-Cover und eben dem Titel The Secret of the Lost Empire, die DVD. Jetzt schauen wir noch einmal kurz unterhalb von den Discs. Da finden wir in diesem Fall mehr oder weniger dasselbe verlaufende Innendesign, das man von den IFD Legacy Edition Mediabooks ja gewohnt ist. Öffnen wir jetzt einmal das Booklet und da möchte ich noch einmal ganz besonders was dazu sagen. Vielen, vielen Dank an den Booklet-Autor Christoph Kellerbach. Vielen, vielen Dank an AVV und WMM für diese Möglichkeit. Denn für das Mediabook von Ninja Operation 7 durfte ich ein kurzes Vorwort schreiben, das eben hier auf der allerersten Seite im Booklet auch tatsächlich abgedruckt wurde. Vielen Dank für die Möglichkeit. Hat mich sehr gefreut. Ich hoffe, dass mein Text dem ein oder anderen Leser und IFD-Fan auch wirklich Freude bereitet. Ansonsten blättern wir durch einen wieder einmal großartig von meinem Kollegen Christoph Kellerbach geschriebenen Text, der natürlich angereichert ist mit zahlreichen absolut großartigen Motiven zu vergleichbaren Filmen bzw. anderen Werken mit Richard Harrison in der Hauptrolle. Da muss man ja wirklich sagen, die Geschichte rund um die IFD-Filme und rund um Richard Harrison ist ja eigentlich dermaßen skurril und verrückt wie die Filme selbst. Und deswegen freue ich mich immer wieder da, das ein oder andere neue Tidbit aus irgendeinem Booklet-Text zu erfahren. Aber was natürlich ganz besonders interessant ist, wie bereits erwähnt, Ninja Operation 7 ist der erst dritte Titel, den AVV und WMM auch tatsächlich in High Definition auf Blu-ray veröffentlichen. Deswegen möchte ich natürlich im nächsten Segment von Playzockers Blu-ray-Check wie gewohnt einige Screenshots aus dem deutschen HD-Transfer direkt ins Video einbauen. Möchte natürlich darauf hinweisen, dass ich diese Bilder alle selber gemacht und nicht irgendwie bearbeitet oder verfremdet habe, dass ich die Bilder aber natürlich abspeichern, ins Video einfügen, dieses dann rendern und auf YouTube hochladen musste, weswegen die Bildqualität der Screenshots in der jetzt folgenden Slideshow nicht mehr 1:1 mit der tatsächlichen Blu-ray-Bildqualität übereinstimmen kann. Außerdem muss ich natürlich darauf hinweisen, dass diese Bilder auch nur ansatzweise dann repräsentativ sind, wenn man sich dieses Video in 1080p oder 4K-Auflösung anschaut. Sollte aufgrund der Corona-Drosselung das Video bei euch nur in Standard-Definition-Auflösung laufen, dann hat das, was ihr da seht, natürlich nichts mit der Blu-ray-Bildqualität zu tun. Und ich würde euch bitten, bei Interesse an der Qualität des Transfers ein bisschen später noch einmal in dieses Video reinzuschauen. Denn alles andere wäre im großartigen Transfer von Ninja Operation 7 gegenüber absolut unfair. Genauso wie bereits bei Ninja Operation 5 bzw. Mission Thunderbolt haben AVV und WMM nämlich auch dieses Mal wieder einen absolut qualitativ hochwertigen und schlicht und ergreifend großartigen Transfer bekommen und auf das Blu-ray-Medium pressen können, brennen können, in dem Fall eher. Wir bekommen einen Transfer, der natürlich bedingt
Einerseits durch die billige Produktion, andererseits natürlich durch die Tatsache, dass es sich wieder um ein Cut-and-Paste-Flickwerk handelt, das in Wirklichkeit aus zwei verschiedenen Filmen besteht. Eine bisschen wechselhafte Bildqualität, natürlich sind gerade eben die von Godfrey Ho nachgedrehten Szenen ein bisschen anders als die aus dem Originalfilm, der übrigens auf den Titel The Great Escape in the Jungle hört und in Korea im Jahr 1985, also eigentlich nur kurze Zeit vor dem Flickwerk entstanden ist. Da merkt man zum Beispiel ein bisschen intensiveres Bildrauschen im Hintergrund, aber grundsätzlich bekommen wir bei beiden Filmen, bei allen Segmenten, bei allen Szenen eine wirklich schöne Schärfe, eine coole Detailzeichnung und vor allem aber eine absolut brillante Farb- und Kontrastwiedergabe, weswegen meiner Meinung nach die unpassenden rosanen und gelben Ninja-Kostüme noch deutlich besser zur Geltung kommen. Das ist wirklich ein absolutes Meisterstück in Sachen IFD, Godfrey Ho, Flickwerk, Filmkunst und eines, das sich niemand, der auch nur ansatzweise etwas von den IFD-Filmen hält, entgehen lassen darf. Mir persönlich hat dieser Film unglaublich viel Spaß gemacht und sieht eben, wie man hier erkennen kann, in High Definition auf der Blu-ray auch wirklich großartig aus, wobei im Endeffekt die von Godfrey Ho gedrehten Szenen eben in Sachen Farbbrillanz, Schärfe und Detailzeichnung denen aus dem Originalfilm vielleicht tatsächlich doch noch wirklich um einiges überlegen sind. Aber diese Unterschiede sind für wahre IFD-Fans dann im Endeffekt bestenfalls zweitrangig, denn ich glaube, da überwiegt schon einmal alleine die Freude darüber, dass man mit Ninja Operation 7 Royal Warriors, aka The Secret of the Last Empire, zum dritten Mal überhaupt erst einen Film in High Definition auf Blu-ray sehen darf. Und generell ist die Materiallage bei den Filmen von IFD ja generell eher schwierig. Viele Filme gibt es aktuell nur mehr in VHS-Mastern, gibt es nur mehr in grauenhaft von 2,35:1 auf 1,33:1 gesunden Bildformat. Das alles ist dem geschuldet, dass Anfang der 1990er Jahre das Gebäude, in dem die IFD gesessen ist, abgebrannt ist und dabei viele, viele Master vernichtet wurden. Deswegen kann man sich aber trotzdem auch über die Filme freuen, die WMM und AVV derzeit in schwächerer Bildqualität veröffentlichen, weil immerhin handelt es sich auch dabei um die besten weltweit noch verfügbaren Master. Aber das ein oder andere Mal kommt dann auch einfach noch ein absolut brillanter Print zutage, beziehungsweise ein Film, der so wie Ninja Operation 7 auch in High Definition auf Blu-ray eine absolut brillante Figur machen kann. Für mich war das einer der absolut besten Filme, die ich jemals aus der IFD-Schmiede gesehen habe. Einer, wo man auch wirklich zugeben muss, dass die Verbindung der beiden Filme wirklich gut funktioniert hat. Einer, der mit einer coolen Story, cooler Action, vielen Kämpfen und vor allem einfach nur absolut wahnwitzigen Ninja-Kostümen punkten kann. Für mich, für alle Fans von trashiger Ninja-Action, ein absolut Pflichtkauf und absolut genial, dass es den nicht nur im Mediabook, nicht nur digital, sondern eben auch tatsächlich in HD gibt.